Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier, der Landstefall natürlich mal wieder und unser SK Sturm hat auch im ersten Auswärtsspiel die volle Punkteausbeute in der österreichischen Bundesliga eingefahren. Ein 1:0 auswärts beim WAC am zweiten Spieltag steht zu Buche und die Blackies damit nach zwei Runden mit dem Punktemaximum von 6 Punkten eben an der Tabellenspitze dran. Für die Tabellenführung passt das Torverhältnis noch nicht genau. Aber auf jeden Fall, guter Start für die Schwarz-Weißen, auch in diesem Spiel. Nach gerade mal 5 Minuten bereits der erste Grund zum Jubeln für die schwarz-weiße Seele. Bekim Balay ist es nämlich, der gleich mal für Jubelstimmung sorgt. Zunächst aber tankt sich Jakob Janscher über links durch. Schön im Zusammenspiel zunächst mit Schrammel. Janscher mit der Flanke, Kitaishvili zu klein, kommt nicht wirklich ran mit dem Kopf. Der Ball landet bei Philipp Husbeck, der geistesgegenwärtig hat das Auge für den albanischen Neuzugang. Und Bekim Balay eiskalt rein mit dem Ding und das gleich mal beim Debüt, also die Frühführung für den SK Sturm nach 5 Minuten. Danach allerdings der WAC deutlich besser im Spiel mit viel, viel mehr Abschlüssen und viel, viel mehr Tormöglichkeiten. Also die Spielanlage des WACs erinnert ja auch den ein oder anderen Experten so ein bisschen an die Salzburger. So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ja, die Wolfsberger natürlich, haben schon ziemlichen Druck aufgebaut. Immer wieder Möglichkeiten. Romano Schmidt, der an 7 Handel scheitert. Ritzmeier zieht aus der Distanz ab, auch der geht nicht rein. Dann Lukas Schmitz mit 2 wirklich guten Chancen. Einmal, also beide aus der Distanz, aber einmal knapp über das Tor drüber. Beim zweiten Mal trifft er auch schon das Aluminium, also die Latte. Und in der Zwischenzeit gab es eigentlich von Sturm nur eine Möglichkeit, wieder durch Balay. Sakic auf halb rechts legt auf für Balay, aber der Albaner verzieht diesmal doch deutlich. Mit dem 1:0 für Sturm geht es aber auf jeden Fall in die Kabine. Im zweiten Durchgang kommen die Blackies dann ein bisschen besser raus, also man versucht auch offensiv wieder ein bisschen mehr Akzente zu setzen, die Wolfsberger vom eigenen Tor wegzuhalten. Das gelingt in der ersten Viertelstunde halbwegs ordentlich. Auch da gibt es Möglichkeiten für Sturm, wenn dann immer wieder durch Balay, der ja den Ball eben relativ zentral immer zugespielt bekommt, dann doch öfters verzieht, aber trotzdem hat eine ordentliche Partie gemacht, finde ich. Nicht nur wegen dem Treffer, nach einer knappen Stunde ist er dann ja auch ausgewechselt worden. Da waren dann wohl die Kräfte auch am Ende. Aber auf jeden Fall kam dann immer mehr der WAC auf. Die Wolfsberger, ja, mit viel Druck, haben aber trotzdem im Abschluss, ja, auf jeden Fall kein Zielwasser an diesem Tag getrunken gehabt. Romano Schmidt. Schon wieder, immer wieder war es Schmidt größtenteils, der für Gefahr sorgte. Ein Kopfball, der relativ deutlich daneben ging. Ein zweiter Kopfball, wo er nach einer Flanke im 16er komplett alleine steht, am langen Pfosten, wo er 7 Handel dann wirklich gut den Ball, den aufspringenden Ball über das Tor drüber lenkt. Und ja, dann auch noch eine rote Karte für Sturm, also eine gelb-rote Karte für Philipp Husbeck. Unglückliche Sache, gelb-rot wegen Handspiel. Kann man geben, vielleicht ein bisschen hart, aber man braucht sich nicht drüber aufregen. Ist einfach dumm gelaufen, auf jeden Fall. Nach 70 Minuten Sturm ein Mann weniger und dann nur noch WAC am Drücker. Offensiv stellt man das Spiel dann ein. Wenig später kommt übrigens dann auch Dario Marisic dann noch in die Partie, sein Debüt, wie ich glaube, für die Schwarz-Weißen. Und ja, der WAC versucht's, aber es gelingt ihnen halt nichts. Die gefährlichste Chance hatten sie noch durch Mario Leitgeb, nicht zu verwechseln mit dem Heimkehrer bei uns, Christoph Leitgeb. Aber auch Mario Leitgeb hat ja eine Sturmvergangenheit. Sein Freistoß geht auf jeden Fall auch nur ans Aluminium. Und ja, dann gibt es noch, glaube ich, eine Kopfballchance in der Nachspielzeit. Aber ich habe den Schützen vergessen. Der geht auch relativ deutlich noch vorbei. Und dann war es das. Sturm bringt das 1:0 ja, mit mehr Glück, muss man ehrlich sagen, über die Zeit als sonst was. Der WRC mit sehr, sehr vielen Abschlüssen, auf jeden Fall im zweistelligen Bereich. Ich glaube 23:5 war so am Ende die Statistik von den Torschüssen. Aber Sturm nimmt die Punkte mit nach Hause. Natürlich, die Leistung war nicht berauschend. Ein ganz, ganz wichtiger Sieg war es gegen einen direkten Konkurrenten, aber allemal. Und von dem her bin ich natürlich wie immer gespannt, was ihr mir in die Kommentare zu dieser Partie schreibt. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal dann hier bei der LandsTV. In diesem Sinne, euer Elias. Auf die Schwarzen, Gamer Burschen. Weiter so. Bisschen mehr Torgefahr, aber weiter so. Und bis dann. Ciao, ciao.